Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, wie wir hier meine Schule weiterbauen. Ja, es kam in letzter Zeit kein Video, also ein Format dazu. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, lass einfach mal wieder machen, weil das haben wir halt lange nicht mehr gemacht. Und ja, wir starten einfach mal in der letzten Folge, wer sich da noch erinnern kann. Hat das ja auf jeden Fall gesehen, aber für diejenigen, die es nicht wussten jetzt, könnt ihr es hier nochmal anschauen. Das ist jetzt hier in der Infokarte irgendwo verlinkt. Und, ja, auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Und Leute, gebt schon mal ein Like auf das Video und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und, ja, wir haben, den Raum gemacht, da der... Den hatten wir gemacht und der sieht eigentlich auch ganz supi aus, meiner Meinung nach. So, und jetzt müssten wir eigentlich nur noch den hier Raum machen und dann wären wir überall fertig mit die Inneneinrichtung. Und dann käme nämlich das Dach und dann käme nämlich der Schulhof und dann wären wir fertig. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Deswegen wären wir heute in der letzten Folge hier, also fast die letzte, also die letzte Folge, wie wir jetzt das hier bauen, den letzten Klassenraum, weil ich hab's ja so eingeteilt, jede Folge ein Klassenraum und das ist jetzt hier der letzte Klassenraum, den wir heute einrichten werden. So, und dann wird dann im nächsten Video das Dach kommen. Genau. Na gut, dann fangen wir eigentlich einfach mal an, würde ich mal sagen. So, ich würde das hier einmal mal kurz aufreißen, so die Reihe hier. So, weil hier kommt nämlich ein riesiges Fenster rein. Deswegen müssten wir das mal gucken schnell, wo das hier ist. So, hier, Glas. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Glas. Und jetzt, na, wie gesagt, bauen wir hier einfach mal schön alles zu. Zack, 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 zack. So, haben wir. Dann würde ich mal sagen, kommt jetzt die Tafel. So, so, so und so und so und so. Gut, dann machen wir hier einmal die Tafel hin. München. So und so und so und so. Dann bauen wir einmal grauen Teppich. Das geht alles schnell. So, mach auf. Nein. So, was soll hier drauf? So, so und so. Dann machen wir hier noch schnell den Lehrerpult. Hier. Dann brauchen wir einmal die Druckplatten, also die Holzdruckplatten. So. Und ja. Wer mein allerletztes Video noch nicht gecheckt hat, ist auf jeden Fall hier nochmal verlinkt. Da haben wir auf jeden Fall Dolmer gespielt. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und schaut euch auf jeden Fall das VR-Video an, was wir zusammen gespielt haben. Nämlich I'm a Cat, also I'm Cat oder wie auch immer. Das haben wir auf jeden Fall gespielt und es war sehr, sehr lustig. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, und jetzt machen wir erstmal hier den Stuhl hin. Dann bräuchten wir einmal nochmal so einen, so, naja, wie sagt man denn, diesen extra Tisch noch, wo die Kamera ist. Mal gucken, wo war denn das nochmal? Es war hier bestimmt bei Dekoration, genau. Moment. Wo ist denn das hin? Hier. Haben wir gefunden, Leute. Das können wir dann benutzen. So. Na, packen wir das hier hin. Ist okay, sieht besser aus. Gut, dann werde ich mal sagen, kommen jetzt die Tische und ja, das werde ich jetzt mal kurz machen. Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Warte, ich schnipse mal und dann haben wir das fertig. 3, 2, 1. Oh mein Gott, Leute! Es hat funktioniert! Geil! So. Jetzt haben wir auf jeden Fall das
fertig gemacht. Ich habe es hinteleportiert. Für euch war das nur für eine Sekunde, ist klar. Für mich waren das jetzt ein paar Minuten. Und wie ich sehe, es wird gerade dunkel. Das nervt mich gerade richtig. Deswegen machen wir einmal Time, Set, Day. Dann haben wir das auf jeden Fall behoben. So. Und ja, jetzt haben wir erstmal die Tische fertig, wie es aussieht. Und jetzt kommt's zu der richtigen Inneneinrichtung hier im Klassenraum. Dann brauchen wir einmal wieder diese wunderschönen Regale. Einmal Bücherregal brauchen wir. Einmal den Regal hier. So, wollte ich hier das so machen. Für die Fächer. So, so. Und hier wollte ich ein paar Bücher hinpacken. So, so, so. Und hier wollte ich auch noch was hinzufügen. Und zwar hier so. Das sieht einfach besser aus, meiner Meinung nach. So, und jetzt gucken wir nochmal. Ach, wisst ihr was? Wenn das schon hier ist, dann machen wir das da auch. Dann passt das. So. Sorry für den Schüler, der dann hier da sitzt. Der hat dann einen Kopf voll mit Büchern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boy. Und ja, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Genau. Und ja, jetzt machen wir erstmal hier nochmal wieder ein paar Dinger drauf. So ein paar Grünzeug. So. So, hier wollte ich einmal weg haben. Was kann denn da so Schönes drauf? Machen wir mal eine Kerze einmal. Ich wollte eine Laterne nehmen, Moment. So. Und dann einmal. Was kann man denn noch nehmen? Aber Laterne. Also, Kerze hatten wir zu oft. Vielleicht mal was Neues. Vielleicht so ein Kopf oder so. Ja, so ein Spielerkopf hier. So ein Steve-Kopf. Ja, der sieht doch schön aus. Ja. Der sieht gut aus. Ja, dann haben wir das. Hier könnte vielleicht noch ein Bildchen hin. Das wäre cool. Cool. Das wollte ich hier so haben. Ist nicht so schlimm. Aber, oh ja, das Karate-Bild, das passt. Das ist gut. Das benutzen wir. Gut, dann haben wir das. Dann müssen ja hier noch Bilder hin. Mit den ganzen Bildern von den Schülern und so, weil das haben wir bei uns immer. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch in eurer Schule habt. Hier eine Wand voll mit Bildern von euch, also von euren KlassenkameradInnen. So. Nee, auch mal ein anderes. Ich will ein anderes. Oh, nicht schon wieder. Die Wände gehen immer kaputt. Ja, das nehmen wir. So, das ist schön. Gut, dann bauen wir das jetzt einmal schnell ab. So und so. Oh, nicht schon wieder. Die Wände gehen immer kaputt. Ja, das nehmen wir. So, das ist schön. Gut, dann bauen wir das jetzt einmal schnell ab. Und so, fertig. Gut, das sieht eigentlich supi aus, meiner Meinung nach. Und hier könnten wir noch ein Riesenbild hin machen. Nein, ich will ein anderes. Ja, das sieht gut aus. Nein. Ja, das kann man. Nee, das ist scheiße. Ey, nicht schon wieder immer dasselbe. Ja, mit dem Kuchen, das ist immer schön. Und dann mache ich mal das hier so. Oh je. So, das ist gut. Kann hier in die Ecke noch eins vielleicht. So. Und ja, das war's eigentlich, oder? Ja. So ein Bild haben mit einem Creeper. Ja, wir haben den Creeper. Und hier ist noch, oh nein, hier ist die andere Wand für den anderen Raum. Nee, das müssen wir wieder zumachen. Nämlich dann hier vielleicht. So, ein paar Gläser rein. Genau, so Moment. Haben wir denn schöne Gläser? Man kann ja auch mal sowas benutzen hier. Getöntes Glas. Oh, das kann man auch mal benutzen. Sieht auch interessant aus. So.
Dann haben wir das auch. Gut, Leute, dann haben wir das auch. Dann könnten wir, obwohl, ne, ich möchte noch ein Bild hier reinmachen. So, Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Bild drin. Nochmal hier in die Ecke, weil das muss einfach sein. Sieht nochmal besser aus. Das heißt jetzt, Dach machen. Aber da, bevor wir das machen, brauche ich nochmal Quarz, weil das geht ja gar nicht, weil, nee, das muss man jetzt haben. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das hier fertig gemacht haben, ne? Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir auf jeden Fall endlich fertig geworden. Mann, ich könnte ja hier noch bei den Bildern noch Licht hin tun. Dann kommen die mal auch zu Betracht. So. Oh, dann haben wir den jetzt auch eigentlich fertig. Gut. Dann war es das eigentlich mit der Folge für heute. Genau. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und schreibt Hashtag Schule in die Kommentare, wenn ihr das geil findet. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.